Hallöchen, ich begrüße euch ganz herzlich zum nächsten Abschnitt für diese Socken oder zu diesen Socken mit diesem Muster hier. Und ich hatte euch ja bereits zum Ende hin des letzten Abschnitts angekündigt und erklärt, dass ich euch nochmal das komplette Muster alle Runden zusammenhängend erkläre, weil ich ja im ersten Teil ja nur die ersten zwei Runden erklärt habe im Zusammenhang mit der Boomerang-Ferse, weil wir dann ja zwei Runden stricken mussten. Und damit ihr, also ich stricke jetzt direkt bei Runde 3 weiter oder habe das schon gemacht in der Zwischenzeit, aber ich wollte es euch nochmal zusammenhängend erklären, deshalb erkläre ich euch die Runden 1 und 2 gleich nochmal mit, aber denkt dran, ihr müsstet hier bei Runde 3 dann weitermachen auf der Nadel 2. Also Runde 1 und Runde 3, die werden bei diesem Muster gleich gestrickt. Und zwar beginnen wir mit einem Umschlag, dann drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, das heißt eine Masche rechts abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die abgehobene Masche über die zusammengestrickten heben. Dann wieder einen Umschlag und drei Maschen rechts. Ich erkläre es euch noch einmal. Ein Umschlag, drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, das bedeutet eine Masche rechts abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die abgehobene Masche über die gestrickte heben oder zusammengestrickt nehmen. Dann ein Umschlag und drei Maschen rechts. Und das dann komplett wiederholen. Und am besten ist, ihr schreibt euch das nun folgende auf, damit ihr euch das besser merken könnt. Denn mehrere Runden werden gleich gestrickt und ich sage euch mal an, welche Runden das sind. Die Runden 2, 4, 5 und 6, 8, 10, 11 und 12. Die werden gleich gestrickt. Ich wiederhole das nochmal. Die Runden 2, 4, 5 und 6, 8, 10, 11 und 12. Die werden allesamt gleich gestrickt und zwar durchgehend mit rechten Maschen. Die Runden 7 und 9 werden dann auch gleich gestrickt und zwar beginnen wir mit drei Maschen rechts. Dann folgt ein Umschlag, dann wieder drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, also eine Masche rechts abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die abgehobene Masche über die zusammengestrickten. Ein Umschlag und dann wieder von vorne. Drei Maschen rechts, ein Umschlag, dann wieder drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, und ein Umschlag und das dann wiederholen. Wenn ihr dann am Ende der Nadel angekommen seid, vergesst bitte nicht, nach dem letzten überzogen zusammenstricken nochmal einen Umschlag zu machen. Das gehört zum Mustersatz mit dazu. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr im Anschluss dann eine Masche zu wenig auf der Nadel. Also immer darauf achten, zum Schluss noch den Umschlag zu machen. So, und jetzt habt ihr alle Runden, die ihr für das Muster benötigt. Und die Runden 1 bis 12, die werden dann stets wiederholt. Und so entsteht das Muster. So, irgendwann ist es dann ja Zeit für jeden von uns, die Fußspitze zu beginnen. In diesem Fall stricke ich ja die Bandspitze. Und ihr müsst natürlich für eure jeweilige Schuhgröße wissen, wie lang ihr insgesamt den Fuß stricken müsst, bis ihr mit der Bandspitze beginnen könnt. Und hierfür benötigt ihr dann natürlich euer Maßband oder gegebenenfalls euer längeres Lineal. Und ihr müsstet dann euren Fuß abmessen.
Wie lang das für eure jeweilige Schuhgröße sein muss, findet ihr in der Größentabelle, die ich euch auf meiner Webseite hinterlegt habe. Den Link dazu hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video. Und ihr müsstet dann euer Maßband ansetzen in der Mitte der Ferse. Ich habe früher immer einen entscheidenden Fehler gemacht. Mitte der Ferse habe ich immer gedacht, das wäre hier und habe dann hier angefangen zu messen. Nein, Mitte der Ferse ist hier. Also da, wo die Schrägnaht der Bumerangferse hier ihren höchsten Punkt hat. Oder wo die Rundung hier ist. Genau, dort setzen wir dann das Maßband an oder das Lineal und messen dann ab. Und ein klein bisschen dehnen wäre nicht schlecht. Nicht ellenlang ziehen, aber so ein kleines bisschen dehnen, umso besser passt es dann nachher auch. Es ist ja gut anliegend am Fuß. Und ja, wenn ihr dann in der Tabelle eure Fußlänge gefunden habt und das dann abgemessen habt, dann irgendwann kommt ihr zu dem Punkt, da ist euer Fuß lang genug und ihr könnt mit der Bandspitze beginnen und die erkläre ich euch jetzt. Die Bandspitze besteht aus zwei unterschiedlichen Runden. Die erste Runde besteht einfach durchgehend aus rechten Maschen, ohne dass irgendetwas anderes gestrickt wird. Also einfach eine komplette Runde rechte Maschen stricken. Die zweite Runde in der Bandspitze ist die Abnahmerunde und hier muss ich euch noch mal was dazu sagen, falls ihr mit dem Nadelspiel strickt. Also ich hatte ja schon bei der Ferse erklärt, Nadelspiel ist ja mit 4 Nadeln und das Trio hier habe ich ja mit 2 Nadeln. Und die Maschen von dem Nadelspiel sind hier Nadel 4 zur Hälfte von der ersten Nadel hier und Nadel 1 von der restlichen Hälfte. Und beim Nadelspiel wäre das hier Nadel 2 und Nadel 3. So müsstet ihr euch das dann in etwa umdenken. Was jetzt nämlich mit den Abnahmen hier passiert. Also ich stricke jetzt hier auf Nadel 1. Nadel 1 und Nadel 2 werden hier übrigens gleich gestrickt. Erstmal eine Masche rechts und dann zwei Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Das heißt, eine Masche rechts abheben, die andere rechts stricken und die abgehobene Masche über die gestrickte ziehen. Und dann stricke ich durchgehend rechte Maschen bis zu den letzten 3 verbliebenen. Da wäre ich ja bei dem Nadelspiel schon längst auf Nadel 1. Das eben wäre ja Nadel 4 gewesen beim Nadelspiel. So, die zweite und drittletzte Masche werden rechts zusammengestrickt und die letzte Masche rechts. Und Nadel 2 wird natürlich dann ganz genauso gestrickt. Ne? Also wir beginnen wieder, ich zeige euch das nochmal, mit einer Masche rechts, dann zwei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, also eine Masche rechts abheben, die andere rechts stricken und die abgehobene über die gestrickte ziehen. Dann rechte Maschen bis zu den letzten 3. Dann wieder die zweite und drittletzte Masche rechts zusammenstricken. Eine Masche rechts und das war es auch schon. Die Runden 1 und 2 werden dann immer wiederholt und zwar so lange, bis ihr insgesamt auf den Nadeln jeweils, insgesamt auf den Nadeln verteilt, so war das, nur noch 8 Maschen übrig habt. Und wenn ich soweit gestrickt habe, dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr nur noch insgesamt diese 8 Maschen auf den Nadeln verteilt habt, könnt ihr den Faden schon mal abschneiden. Das habe ich in der Zwischenzeit getan. Und dann kommt die Wollnadel ins Spiel.
und ich gehe zu Nadel 1 und fädel jetzt erstmal von der ersten Nadel die Maschen auf die Wollnadel rüber. Dann ziehe ich den Faden vorsichtig durch. Aber so, dass die andere Nadel nicht mit eingefädelt wird. So. Und dann kommen die Maschen der letzten Nadel auf die Wollnadel. Und auch hier ziehe ich den Faden dann vorsichtig durch. Wir haben jetzt hier vorne noch so eine Öffnung. Die ziehe ich dann vorsichtig zu. Und mache dann hier vorne einen Doppelknoten rein. Und im Anschluss fädel ich dann noch so 2 bis maximal 3 Mal hier durch die obersten Maschen hindurch. Dadurch wird der Faden vernäht, also quasi eingearbeitet. Hier vorne in die Fußspitze. Dann kann er abgeschnitten werden. Jetzt müssen wir nur noch auf der Anfangsseite hier oben am Bündchen den Faden vernähen. So, und hier steche ich auch erst einmal ein und mache einen Doppelknoten. Und dann gehe ich auf die Innenseite zu einer innenliegenden Rippe und steche Masche für Masche waagerecht hinein von unten nach oben. Das mache ich mehrere Male. Und dann steche ich durch die gleiche Rippe, durch diese quer gestochenen Fäden von oben nach unten. Und dann auch nochmal von unten nach oben. So, und auch dann ist der Faden gut eingenäht auf der Innenseite, kann abgeschnitten werden. Und dann ist die Socke fertig. Ja, und ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und hattet Spaß dabei und fühlt euch inspiriert, das Ganze nachzuarbeiten. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne kreative Strickzeit. Sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss.